Verbotene Stadt. In Peking im Jahre 1900. Dem Jahr des Aufstandes einer nationalistischen Sekte, den sogenannten Boxern. Die Welt hielt den Atem an, als Männer und Frauen aus 11 Nationen, darunter an hervorragender Stelle die Deutschen, 55 Tage lang gegen eine fanatisierte Übermacht ankämpften. Tage in Peking. In den Hauptrollen Charlton Heston, Ava Gardner, David Niven. Ich bewundere Sir Arthur. Wenn man ihn so sieht, hat man immer das Gefühl, dass der liebe Gott ein Engländer sein muss. In einer weiteren Hauptrolle Flora Robson als verräterische Kaiserinwitwe. Ihr befindet euch wohl, Sir Arthur? Ich befinde mich wohl, wenn ihr euch wohl befindet, Majestät. John Ireland als Sergeant Harry. Harry Andrews als Pater de Bern. Leo Genn als General Yung Lu, der weise Berater der Kaiserin. Robert Heltman als intriganter Prinz Tuan. Kurt Kassner als Baron Ivanov, der russische Gesandte. Du weißt doch, dass ich mit Männern gut umgehen kann, Sergei. Und der Major? Was willst du? Ich würde gern dabei sein, wenn er die Wahrheit über dich erfährt. Wie war sie wirklich, diese faszinierende Frau, der alle Männer verfiel? Was erwartet sie, wenn sie in Tianjin sind? Ich werde ganz in ihrer Hand sein. Sie sind auch jetzt in meiner Hand, aber sie schlüpfen mir dauernd durch die Finger. Was hat einer wie ich schon zu bieten? Sein Offiziersgehalt? Ja. Na schön, Soldaten, Geld kauft Soldaten, Braut! Tja, Theresa, ich habe dir was zu sagen. Über meinen Vater? Ja. Ist er tot? Tage in Peking.